Wer redet hier jetzt? Ich rede mal. Niemand also, niemand. Ich rede mal. Ich. Wie immer du. Okay. Okay, wir machen heute die American Candy Challenge alle zusammen. Die Sachen haben wir aus Holland, aus Eindhoven in einem Laden gekauft. Also nicht aus Amerika, also aus Holland. Genau. Und die testen wir für euch. Ja, ihr habt euch das Video ja schon lange gewünscht, American Candy Challenge. Also schauen wir mal, wie die schmecken. Ja. Jeder soll mal, Robert fängt an ja. und sucht sich mal ein Teil aus und wir testen dann. Aha. Ich will Bottle Caps. Heißt so viel wie Kronkorken. Echt? Bottle Caps. Kronkorken? Kann man die essen? Oh wow. Gott! Wie schaut's aus? Ich gerade mal. Nein, die schauen ja richtig. Ich habe gemeint, das sind diese Eiskonfekt. Die schauen wie Eiskonfekt aus auf dem Bild. Jeder nimmt sich eine. Lila also, gibt's. Ich habe das braune. Ja. Vier Farben gibt's. Wer hat was? Ich habe braune. Cola. Cola. Cola hat ihr. Lila. Dann nehme ich rot. Traube. Ey? Ich hab Cola. Ja. Ja. Dextrose. Schmecken wie Dextro Energy. Ja. Dinger. Aber mit Geschmack. Traubenzucker. Ja, Traubenzucker. Ja, genau wie Traubenzucker. Mhm. Rootbier gibt's auch. Welches Rootbier? Rootbier. Ich glaube, ich habe aus. Hellbraune. Rootbier. American Rootbier. Ja. Zöllere braunes Rootbier, dunkle Cola. Ich will nicht mehr. Lila ist Grape. Ja. Hast du recht gehabt? Orange und Cherry. Mhm. Kann man schon. Orange gehabt, oder? Weißt du nicht, was du für einen Geschmack im Mund gehabt hast? Ich gebe das Rootbier her. Ah, das ist ein braunes Getränk. Genau. Was ist Rootbier? Das ist wie so ein Getränk, braunes wie Cola oder Karamell schmeckt dir. Das ist lecker. Mag. Ach, Karamell. Ja. Nee. So, Milé, du bist dran. Nein. Ah, gib mal her. Lay hat sich für die M&M's Kekse. Cookies entschieden. Kekse mit M&M's drauf. Ja. Die testen wir jetzt auch. Lay ist unser Krümelmonster. Die isst Kekse und krümelt überall auf meiner Couch. Stimmt, Lay? Ich will keine ganze. Du stehst endlich mal dein Rootbier runtertrinken hier. Also, lecker, bitte. Mensch. Oha! Lecker. Lecker. Ach, die sind echt lecker. Die sind so fluffig schön. Ja, zeig du mal. Und nicht so süß. Das Wichtigste, echt, die sind lecker. Ja. Dafür gibt es einen Daumen hoch von mir, gibt es nicht immer. Bite-size. Die sind echt lecker. Gibt es die bei uns auch zu kaufen? Nein. Und der Bissgröße. Ja, muss man nach Holland fahren, kann wenn wir wieder also, eine wollen. Kann man ganz in den Mund reinschieben, wenn es muss. Genau, ja klar, ich mit meiner Hand. So, okay. Ja, auch gut, ja. So, Gian, was nimmst du? Pop-Tarts. Die müssten normal in den Toaster, gell? Ich wollte die gar nicht. So, was nehmen wir? Toaster oder Mikrowelle? Ich will das machen, oder? Mikro schnell. Ich mach's dann schnell. Machen wir am Schluss. Mhm. Achso, jetzt zeig. Ja, was ist das? Kellogg's? Raisin Bran Crunch. So was. Du brauchst schon Milch dazu. Ach, die testen wir ohne Milch. Die testen also, wir einfach ohne Milch. Kellogg's kann man auch ohne Milch. Wir essen sie ja ohne Milch. Ob sie so schmecken wie unsere? Mhm. Robert hat die längeren Arme, er kann es mal zeigen. Ja, oh, ich nehme mal. Oh, da sind Rosinen drin. Also, das ist im Grunde genommen eine Cornflakes. Die haben wir auch bei Schüssel uns. Schüssel hier. Ja, aber die sind braun. Milch dazu. Die gibt es bei uns auch, also diese Keller. Das ist was für mich. Das ist was für mich. Die esse ich später mit Milch. Ah, die sind voll lecker. 3 Euro kostet das Ding. Ja, ist voll teuer. Ist echt teuer. Und da ist so wenig drin. Ja, da ist auch so wenig drin. Schau mal. Ja, die Kekse sind schon aus. Ja, ich meine, das ist ganz gut. Ja. Aber Rosinen. Aber ich will auch mal.
gut, ich nehme die Rosinen raus, alles andere isst du dann. Da sind nur noch vier drin. So, gib mir mal das daher. So. So, jetzt bin ich dran. Ja. Ich entscheide mich hier für die Goldfisch-Variante. Flower Blasted steht hier. Mit was ist das? Was Blasted? Blasted wahrscheinlich. Ja. Blasted. Pizza. Pizza, oder? Flavor Blasted. Explosive Pizza. Pizza. Oh, Pizzageschmack. Explosive heißt scharf, oder? Echt? Oh Gott, das heißt exklusiv bestimmt. Oh Mama, wir müssen. Das ist ja gut aufgeschnitten. Ja, danach muss man was Süßes essen, dann geht's. Oh. Das war scheiße aufgeschnitten. Ja, so ähnlich. Was? Das ist bloß die Außenhülle. Das sind so Cracker und Marshmallows. Oh Gott! Wie schauen die aus? Klein? Groß? Ja, Fischli halt. Ui, kleine Fische. Goldfisch. Das ist auch knapp. Oh, man sieht scharf. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Kleine Goldfischle. Boah, sind die würzig. Boah, Pizza. Aber nicht scharf. Mm. Extrem Pizzageschmack. Aber schmecken lecker, finde ich. Ja, Käse. Was meinst du? Käse. Nein. Also mir schmecken sie auch gut. Klar Käse, wenn es Pizza ist. Okay. So. Margarita. Margarita, ja? Pizza Margarita. Mhm. Pizza Margarita Geschmack ist es. Ja, kann man essen, ja. Ja. Papa, du bist dran. Papa. Du auch dran. Beverage Farm. Du dran. It's your turn. Boah, ich mein, mach jetzt das Eklige da. Das Eklige? Strawberry Marshmallow. Strawberry Marshmallow in einer Dose. Oder, wie sagt man dazu? Das wird jetzt hier. Haben wir nicht mal einen Löffel da? Doch, wir haben einen Löffel da. Ich habe vorgesagt. Das ist Marshmallow, oder? Doch. Ja, das ist, ein Brot. Zuckerwatte. Das ist ein Brotaufstrich. Echt jetzt, oder? Das ist Zuckerwatte. Wow, es ist tatsächlich ein Brotaufstrich. Ui, ja. Hey, ich soll anfangen. Oh, okay. Oh, der Reihe nach. Igitt. Das ist nicht Igitt, das ist Erdbeergeschmack. Schmeckt bestimmt Igitt. Hey, wie kann man sowas auf ich den bin dran. Die Amis essen halt einiges, was wir nicht essen oder kennen. Oh. Kann ich mir auch mal nehmen. Mmh. Ist das lecker, Leute. Ja? Nur zu empfehlen. Mmh. 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 Aber recht süß. Und fluffig. Mmh. Was für eine Konsistenz. Ja, es hat fluffige Marshmallows. Ja, wie ein weicher Marshmallow. Ja, die sind echt gut. Aber mein Ding ist nicht. Also doch, meins schon. Nicht. Mmh. Oh. Mmh. Nee, was machst du? Die schauen Reese's auch. Peanut Butter. Die schauen auch wie Eiskonfekt aus. Da ist bestimmt eine Menge Butter drin, gell? Das ist nur noch Peanut Butter Cups. Mhm, mit viel Butter Cups. Da ist man so neugierig, was da immer drin ist, wenn man hier sitzt. Ja, die schauen wie Eiskonfekt aus, guck. Wie Eiskonfekt, ja. Zeig mal. Und innen drin hat es Erdnussbutter, oder? Zeig mal. Keine Ahnung. Ja. 1, 2, 3. Erdnussbutter. Mhm. Erdnuss. Die schmecken voll lecker. Ja. Die schmecken wie M&M's mit Erdnuss oder so. Diese Erdnuss-Trachees mit Schokolade drauf. Bloß, dass man nicht so fest drauf beißen muss. Ein bisschen in die Snickers-Richtung. Ja. Mmh, echt lecker. Mir hat's gefallen. Oh, der Preis gefällt mir aber nicht so. Was hat der gekostet? Wow. Schaut mal. Mmh, recht teuer. Gerade weil sie von den USA hierher kommen. Deswegen bestimmt. Importierte Sachen. Importierte Sachen. Steht ja auch alles nur Englisch drauf. Das ist eigentlich nicht für einen europäischen Markt gedacht. Nein, die sind echt original Sachen aus Amerika. Von Hershey's. Ja. Ja. Okay. Ich nehme dann noch das letzte. Ganz gut. Nein, vorletzte. Ja, aber das kann man jetzt. Ja, mach am Schluss. Ich nehme noch die Moon Pie Bites. Ja, da geht der Preis nur. 1,50. Das sind so Cracker. Cracker. Cracker mit Marshmallows und Schokolade. Oh ja, ich sage mal, jetzt zeige ich mal euch die Verpackung. Schaut mal, wie groß die auf der Verpackung ist. Und jetzt schaut mal, wie das aussieht. Davon hat es doch die Bobbeln. Ja, aber trotzdem.
Schau mal an. Ich bin davon ausgegangen, dass sie so aussehen. Mm. Also, weil es sind Hasenbollen. Ja. Bollen sind es. Hasenbollen. Was ist das? Köttel. Ist das so schlimm? Voll schokoladig. Mhm. Ja. Aber ist gut. So zart bitte Schokolade ist es. Genau was so, für mich. Aber die typische? Amerikanische Schokolade, diese bröselige, die ja. so etwas bröselig im Mund. Die hat so komischen Geruch, gell? Und das schmeckt auch nach Kaffee ein bisschen, kann das sein? Irgendwie oder komischen nach Geruch hat der, ich weiß nicht. Kaffee und so, oh. Ist da nicht ein bisschen schau Kaffee? Mal. Das glaube ich. Also vom Marshmallow mag ich nicht so viel. Also ich denke, das Kaffee oder so. Ja. Nee, irgendwie, boah, echt, hast schon recht gehabt, Jan. Irgendwie komischen Geschmack haben die. Nee, gut sind sie die nicht Schokolade mehr. Ist nicht gut. Gut sind sie nicht. Also die könnt dann die Moon Pie Bites, die braucht sie nicht kaufen. Nein, also ja, Geschmäcker sind zwar unterschiedlich, aber nee. Die schmecken nicht so viel, glaube ich. So, ihr Lieben, als letztes haben wir die Pop-Tarts. Jetzt brauchen wir Mikrowelle. Jetzt brauchen wir eine Mikrowelle oder einen Toaster. Ich gehe jetzt mal schnell runter, schmeiß das rein und komme gleich wieder zurück. 3 Sekunden müssen die rein. Noch nie probiert, keine Ahnung. Nee, ich will das nicht probieren. Sieht doch so aus. Das stinkt ja schon. Das stinkt doch gar nicht. Ist doch Schokolade und Marshmallows oder so. Weiß mal ab. Riechen tut's schon. Das ist ein Schoko. Aua, ist heiß. Schoko-Sandwich. So. Sandwich. Heiß. Was das? Sachen gibt's. Sachen gibt's, ey. Und ein Weihekeks mit Schokokreis. Ich kann mir auch einzeln, glaube ich, in die Mikro rein tun. Muss man nicht aufeinander tun. Ich habe es aufeinander getan. Sag ich mal. Das schmeckt recht süß. Ja. Mm. Gibt Besseres. Also so schaut es dann aus. Also. Ja. Aber es ist schön weich, gell? Aber heiß ist. Heiß. Aua. Mm. Oh, ist der süß. Also unheil. Ich esse ja extrem was süß. Alles, aber das ist schon einiges süß. Kennen wir hier gar nicht. Das machen wir mal. Gib mir mal richtig, Tuch. Richtig, Ami. Und es gibt ja so viele Pop-Tarts. Ja. Challenges. Ja, die kennen auch die ganzen Sorten, YouTube stimmt. YouTube auch, also wenn ich das immer essen würde hier. Ja. Boah. Die machen so, die nehmen das in den Mund und wissen gleich, welche Sorte das ist. Ja, und da gibt es ja 20 verschiedene Sorten, aber die ich. Kennen sich da aus, die haben das in ihrem Land. Die essen das wohl täglich. Ja, aber so zum Kaffee vielleicht? Als Kuchenersatz. Bei uns gibt es jetzt keinen Kuchen mehr in Zukunft. Es gibt nur noch Pop-Tarts zum Kaffee. Okay. Genau. Haben wir getestet. Wieder gibt es zum Kaffee. Genau. Also, am ekligsten fand ich das Marshmallow-Zeug da. Ich fand am ekligsten das hier. Ja, und die kommen gleich danach. Also, ja. Die waren für mich am ekligsten. Also, nicht so, was geschmeckt hat. Aber was war für dich, Cian, am ekligsten? Die beiden. Pop-Tarts und das da. Und Cian, nee, für dich? Ich hab 3. Hä? 3 Ekelfaktoren. 3 Ekel? 1, 2, 3. Die 3. Ach so, das? Das und die Pop-Tarts? Ja. Okay. Gut. Ja, der Rest ist ganz gut gewesen. Ja, eigentlich schon. Ja. Am meisten haben wir... Die was? M&M-Kekse. Die M&M-Kekse, ja genau. Für mich waren am besten die M&Ms und die Kelloggs waren gut. Und ich esse gut. Bier, Rotbierbaumann. Okay. Rotbierbaby, sie schmeckt mir. Schmeckt aber gut. Kein Alkohol. Nein, ne? Nein, überhaupt nicht. So. Heißt bloß Rotbier. So. Also, ja. Ich habe kein Bier. Schön hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass wir ein paar Sachen vorgestellt haben. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Daumen. Und abonnieren. Genau. Und das sind so deine Videovorschläge. Ja, bei mir. Tschüss. Tschüss.